Es war einmal vor langer Zeit, da lebte eine Ziegenmutter mit ihren 7 kleinen Geißlein glücklich auf einem Bauernhof auf dem Land. Die Tiere dort gehörten niemandem und so lebten sie frei auf dem Bauernhof. Jedes Jahr wurde einer von ihnen zum Oberhaupt gewählt. Die Tiere produzierten ihr eigenes Futter und lebten friedlich und glücklich miteinander. Sie respektierten einander und versuchten immer das Richtige zu tun. All dies taten sie, um große Streitigkeiten zu vermeiden. Mutterziege hatte die Aufgabe, von allen Tieren, die Milch produzierten, die Milch einzusammeln und im Supermarkt zu verkaufen. Den Erlös brachte sie ihrem Oberhaupt. Damit sie Geld für die Bedürfnisse der Farm zur Verfügung hatten. In diesem Jahr war der Hund an der Reihe, Oberhaupt zu werden. Er war für die Sicherheit des Hofes verantwortlich. Von Zeit zu Zeit verschwanden Dinge auf dem Bauernhof. Jeder wusste, dass der Hund schuld war, aber niemand wagte, etwas zu sagen. Alle hatten viel zu große Angst vor ihm. Widerwillig übergaben die Tiere die Verantwortung des Hofes mit einer Zeremonie an den Hund. Ich traue dem Hund nicht. Er hat immer noch nicht den Eierdieb geschnappt. Er hat ihn ja auch nicht gesucht. Das wird ein hartes Jahr. Alle wussten, dass der Hund und der böse Wolf die besten Freunde waren. Wir sollten alle auf der Hut sein. Wir haben alle Kinder. Das glaube ich nicht. Er wird doch unsere Kinder nicht dem Wolf übergeben. So oder so sollten wir Vorsichtsmaßnahmen treffen. Er mag nicht so gut in seinem Job sein, aber er wird uns doch nicht verraten. Wir werden sehen. Während die Tiere hinter seinem Rücken redeten, freute sich der Hund über seinen Posten. In den ersten Tagen lief alles gut. Die Tiere gingen ihrer Arbeit nach und alles lief normal. Es gab nichts, worüber man sich ärgern konnte. Eines Nachts wurde Mutterziege durch lautes Geschrei geweckt. Sie rannte sofort nach draußen, um nachzusehen, was passiert war. Meine Kinder, meine Babys, sie sind alle weg! Was ist passiert? Der böse Wolf hat die Küken entführt! Aber wie ist dies passiert? Sie gingen gemeinsam zum Hund. Der schnarchte so laut, dass man ihn auf den ganzen Hof hören konnte. Mutterziege klopfte gegen die Tür seiner Hütte. Aber er wachte nicht auf. Ich habe eine Idee! Kikeriki! Kikeriki! Als er das Krähen des Hahns hörte, erschrak der Hund und knallte beim Aufstehen mit dem Kopf unter die Decke seiner Hütte. Was? Was ist passiert? Was bist du für ein Oberhaupt? Der böse Wolf hat meine Kinder entführt und du schläfst tief und fest. Beruhige dich. Vielleicht machen die Küken auch nur einen Spaziergang. Um diese Uhrzeit? Es scheint so, als ob jemand dem Wolf geholfen hätte. Niemals! Du hast nicht auf deine Kinder aufgepasst.
Bist du nicht unser Oberhaupt? Wir sollen zu dir kommen, wenn wir Probleme haben. Geht alle wieder zu Bett. Wir werden morgen früh die Küken suchen. Die Tiere gingen besorgt zu Bett. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Wir sollten vorsichtig sein. Am nächsten Morgen suchten sie unter der Führung des Hundes vergeblich nach den Küken. Es war, als ob sie sich in Luft ausgelöst hätten. Alle Tiere suchten gemeinsam bis in die tiefen Abendstunden nach den Kleinen, kamen aber mit leeren Händen zurück. Mutterhuhn schluchzte bitterlich. Das ist kein Grund zu verzweifeln. Du kannst jederzeit neue Eier legen. Als Mutterhuhn dies hörte, stürzte sie sich auf den Hund und pickte ihn mehrmals. Das war genau das, worauf der Hund gehofft hatte. Er sperrte Mutterhuhn im Stall ein. Alle Tiere gingen erschöpft zu Bett. Als alle eingeschlafen waren, schlich sich der Hund aus seiner Hütte und öffnete das Hoftor. Aus der Dunkelheit tauchte plötzlich der böse Wolf auf. Wo bleibst du? Ich warte schon seit Stunden. Ich musste sicher sein, dass alle schlafen. Glaubst du, es ist einfach, jeden auf so einer großen Farm zu täuschen? Schon gut, lass gut sein. Was willst du dieses Mal? Die Geißlein. Das kostet aber einiges mehr. Der böse Wolf gab ihm alles, was er im Geldbeutel hatte. Geht doch. Jetzt zeig mir schon den Schlafplatz der Geißlein. Der böse Wolf schlich sich an das Haus von Mutterziege und den Geißlein heran. Er ging direkt in den Raum, in dem die Geißlein schliefen, und fing an, sie an den Sack zu stopfen. Die Geißlein erschraken und schrien so laut sie konnten. Dies hatte die Mutter ihren Geißlein für einen Notfall beigebracht. Der Wolf erschrak, wollte aber nicht auf seine Beute verzichten. Daher sprang er mit dem Sack auf dem Rücken aus dem Fenster und flüchtete. Mutter Ziege, die durch das Schreien ihrer Kinder erwacht war, rannte sofort hinter dem Wolf her. Hilfe! Er hat meine Kinder gestohlen! Hilfe! Zusammen mit der Katze und dem Hahn verfolgte Mutter Ziege den Wolf. Wenig später verschwand der Wolf in der Dunkelheit. Mutter Ziege setzte sich auf einen Stein und fing bitterlich an zu weinen. Sie hörte die Schreie ihrer Babys, aber sie konnte sie nicht erreichen. Da hörte sie ein Flügel schlagen über ihn. Hey, folgt mir. Ich kann sie sehen. Herr Eule konnte den Wolf aufgrund seines guten Sehvermögens in der Nacht gut erkennen. So folgten sie ihm bis zu seiner Höhle. Los, lasst uns angreifen und die Kinder retten! Nein,
Wir sollten erst einen Plan machen. Herr Eule ist schneller als wir. Während wir den Wolf ablenken, kann er zurück zum Hof fliegen und Hilfe holen. Danach greifen wir gemeinsam an und besiegen den Wolf. Herr Eule flog zum Hof. Mutter Ziege, die Katze und der Hahn lugten vorsichtig durchs Fenster und sahen den Wolf und den Hund die Hände schütteln. Jetzt macht alles einen Sinn. Was machen wir jetzt? Wir werden auf Hilfe warten. Währenddessen versuchten die kleinen Geißlein, ihre Lage abzuschätzen. Das Kleinste hatte große Angst und fing an zu weinen. Wir müssen etwas unternehmen. Wir sollten ruhig bleiben. Psst, weint nicht. Erinnert ihr euch, was uns Mama beigebracht hat? Bleib ruhig. Sei mutig. Denk nach und handel. Ja. Das stimmt. Ich habe eine Idee. Hört mir zu. Die Geißlein flüsterten miteinander und kicherten. Nachdem sie fertig waren, klopfte einer von ihnen an die geschlossene Tür. Hey, böser Wolf, komm mal her! Der Wolf näherte sich der Tür. Was? Was willst du, du Schreihals? Wir müssen mal zur Toilette. Toilette? Du kannst einhalten. Wart ab, ich bringe euch zum Markt, um euch alle zu verkaufen. Denk nach, böser Wolf. Wir sind zu siebt. Denk über den ganzen Dreck nach, den wir machen werden. Der böse Wolf und der Hund schauten sich an. Hast du Angst vor sieben Geißlein? Der Wolf öffnete die Tür und sie brachten die Kinder zum Baum auf der anderen Seite des Hauses. Genau dies beobachtete die Mutterziege. Macht schon! Tut, was zu tun ist, aber beeilt euch! Aber nicht, wenn ihr uns dabei zuschaut! Ja, ihr müsst euch rumdrehen. In Ordnung! Aber beeilt euch! Sobald sie sich umdrehten, rammte eines der Kinder den Wolf und das andere den Hund so heftig, dass sie erschraken. Die anderen Kinder fingen an, die beiden Komplizen mit ihren Hörnern zu rammen. Da sind meine Kinder! Los, jetzt sind wir dran! Die Katze sprang vom Baum, in dem sie sich versteckt hatte, stürzte sich auf den Wolf und kratzte ihn. Der Hahn pickte mit aller Kraft den Hund in den Kopf. Der letzte Treffer kam vom Mutterziege mit einem mächtigen Kopfstoß, der den bösen Wolf und Hund auf den Boden schickte. Hahn und Mutterziege waren so glücklich, mit ihren Kindern wieder vereint zu sein. Der Hahn nahm seine Küken unter seine Flügel, um sie aufzuwärmen. Mutterziege umarmte ihre Kinder und küsste jeden einzelnen von ihnen. Meine lieben Kinder, ich bin so stolz auf euch. Herr Eule brachte alle Tiere der Farm zu ihnen zur Höhle. Da sind sie. Mutter Ziege erzählte den Tieren alles. Dies war allen eine Lehre. Von nun an sollte das Oberhaupt des Hofes gewählt werden, anstatt sich abzuwechseln. Es würde auch einen Landwirtschaftsrat geben, in dem die Tiere sicherstellen könnten, dass der Oberhaupt gute Arbeit leistete. Ah.
Sie beschlossen auch, den Hund vom Hof zu werfen. Mutter Ziege wurde wegen ihres Mutes zum Oberhaupt gewählt. Alle kehrten in ihre Heimat zurück und lebten glücklich bis auf den Wolf und der Hund. Es war einmal ein Mädchen mit dem Namen Rapunzel. Das lebte in einer kleinen Stadt. Sie hatte lange blonde Haare und ein bezauberndes Lächeln. Guten Morgen! Ist das nicht ein wunderschöner Tag? Guten Morgen, Rapunzel! Während Rapunzel ihren morgendlichen Spaziergang unternahm, hörte sie ihre Nachbarin weinen. Sofort ging sie zu ihr, um zu sehen, was geschehen war. Was ist passiert? Warum weinst du? Ach, Rapunzel, schau dir das an. Oh. Deine Hühner! Wo sind sie? Sie sind weg. Gestern Abend habe ich sie noch gefüttert. Aber heute sind alle weg. Bist du sicher, dass du den Stall geschlossen hast? Vielleicht hast du vergessen abzuschließen. Rapunzels Nachbarin nahm sie an die Hand und zeigte ihr das kaputte Schloss. Wer könnte das gewesen sein? Ich wünschte, das wüsste ich. Na los, lass uns zur Polizei gehen. Zusammen machten sie sich auf den Weg zur Polizei. Unterwegs versuchte Rapunzel, ihre Nachbarin zu beruhigen. Rapunzel bemerkte einen Laden, der erst vor einigen Tagen eröffnet hatte. Dort wurden täglich frische Eier verkauft. Den Besitzer des Ladens hatte sie bis jetzt noch nicht gesehen. Aber als sie Evilia erblickte, wusste sie, dass sie die Inhaberin war. Viel Glück mit deinem neuen Laden, Nachbarin! Evilia sah Rapunzel und antwortete mit einem falschen Lächeln. Guten Morgen! Wohin eilt ihr denn so schnell? Die Hühner meiner Nachbarin wurden gestohlen. Sie waren ihr Lebensunterhalt. Wir sind auf dem Weg zur Polizei. Oh je, das ist ja schrecklich. Melde dich bitte bei uns, wenn du sie siehst. Auf jeden Fall. Keine Sorge. Rapunzel bedankte sich bei ihr und sie gingen weiter. Evilia lächelte hinterhältig wie immer. Als sie an der Polizeistation ankamen, baten sie darum, mit einem der Polizeibeamten zu sprechen. Hallo, Rapunzel. Was führt dich hierher? Die Hühner meiner Nachbarin wurden gestohlen. Ich verstehe. Ich wollte meinen Enkelkindern Eier bringen und den Rest auf dem Markt verkaufen. Was soll ich denn jetzt machen? Es wurden noch viele ähnliche Anzeigen heute gemacht und unsere Kollegen sind bereits dorthin unterwegs. Sie werden leider warten müssen. Und wie lange? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber wir müssen den Dieb fangen und die Hühner zurückholen. Es tut mir leid, aber im Moment kann ich leider nichts tun. Was soll ich jetzt nur machen? Rapunzel beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Keine Sorge, ich helfe dir. Das sieht perfekt aus. Thank you.
den Dieb schnell finden. Rapunzel begann mit ihrer Untersuchung und hoffte, dass sie irgendetwas fand, das ihr half, den Dieb zu schnappen. Hast du etwas gefunden, mein Kind? Nein, aber einen kleinen Augenblick. Rapunzel fand einen Ohrring auf dem Boden. Für eine genaue Überprüfung steckte sie ihn ein. Der Dieb muss ihn verloren haben. Jetzt wissen wir, dass wir es mit einer Frau zu tun haben. Was wirst du jetzt machen? Ich werde herausfinden, wem der Ohrring gehört, aber ich benötige noch mehr Hinweise. Aber es gibt bestimmt viele Frauen in der Stadt, die die gleichen Ohrringe haben. Wie willst du herausbekommen, wem er gehört? Das stimmt, das sind bestimmt viele, aber jeder muss einen zweiten Ohrring haben. Wer auch immer einen Ohrring verloren hat, wird das Gegenstück suchen. Das ist der Dieb, den wir suchen. Rapunzel ging in verschiedene Geschäfte in der Stadt und schaute sich dort heimlich die Ohren der Kunden an. Sie hoffte, dass sie dort das vermisste Stück fand. Rapunzel suchte den zweiten Ohrring bis in die Abendstunden. Aber ihre Bemühungen waren umsonst. Ihre arme Nachbarin begann wieder zu weinen. Sei nicht traurig. Ich werde deine Hühner und den Dieb finden. Wir brauchen nur noch ein bisschen Zeit. Als es dunkel wurde, machten sie sich auf den Heimweg. Nachts konnte Rapunzel nicht schlafen. Sie grübelte, wie sie das Rätsel knacken konnte. In welchen Geschäften war sie gewesen und welche hatte sie ausgelassen? Als sich Rapunzel am nächsten Morgen das Gesicht wusch, fiel ihr auf, dass sie noch nicht in Evilias Geschäft gewesen war. Sie zog sich an, aß ihr Frühstück und machte sich auf den Weg zu Evilia. Evilia war sehr überrascht, als Rapunzel so früh am Morgen in ihr Geschäft kam. Was machst du denn hier? Legen die Hühner deiner Nachbarin keine Eier mehr? Ich habe dir doch gestern erzählt, dass die Hühner meiner Nachbarin gestohlen wurden. Außerdem hat jemand alle Hühner in der Stadt gestohlen. Wir konnten keins wiederfinden. Oh, das tut mir aber leid. Das heißt ja, dass alle Eier und Hühner bei mir kaufen müssen. Rapunzel bemerkte den Ohrring an Evilias Ohr. Es war exakt der gleiche, den sie gestern gefunden hatte. Vorsichtig schaute sie sich das andere Ohr von Evilia an. Dort fehlte der zweite Ohrring. Was für ein wunderschöner Ohrring. Dankeschön. Die waren ja auch sehr teuer. Die? Aber trägst du nur einen Ohrring? Ich meine, ich trage nur einen. Ja, genau. Das ist der neueste Trend, nur einen Ohrring zu tragen. Als ob du dich mit Mode gut auskennst. Rapunzel verließ den Laden, behielt jedoch ihr Misstrauen. Sie fand es sehr merkwürdig, dass Evilia genau zu dieser Zeit einen Eierladen eröffnete, als der Hühnerdieb mit seinen Diebstählen begann. Da musste es eine Verbindung geben, dachte Rapunzel. Sie versteckte sich an der Straßenecke und wartete darauf, dass Evilia ihren Laden schloss. Als es dunkel wurde, schloss Evilia ihren Laden und schaute sich um. Sie wollte sicher sein, dass sie niemand beobachtete. Als sie erkannte, dass niemand auf der Straße war, beeilte sie sich und ging etwas schneller. Rapunzel folgte ihr.
Sie bewegte sich versteckt im Schatten. Rapunzel sendete dem Polizeibeamten eine Nachricht und erklärte dort ihre Lage. Nachdem Evilia eine ganze Weile gegangen war, kam sie an einem einsamen Ort an. Rapunzel war ihr immer noch auf den Fersen. Evilia stand vor einem verlassenen Bauernhof und schaute sich um. Dann öffnete sie die Tür und ging hinein. Rapunzel nahm ihren ganzen Mut zusammen und ging hinein. Drinnen war es dunkel und still. Rapunzel hatte erst Angst. Aber als sie an ihre Nachbarin dachte, riss sie sich zusammen und folgte den Geräuschen von Evilias Schritten. Ein wenig später vernahm sie scharrende Geräusche. Sie hatte also richtig gelegen, als sie Evilia hinter den Diebstählen vermutete. Sie schaute durch ein kleines Fenster und sah alle Hühner, die vermisst wurden. Evilia fütterte sie und sammelte alle Eier ein. Jetzt habe ich dich. Rapunzel hatte den Dieb gefunden. Aber sie benötigte noch Beweise gegen Evilia. Daher beschloss sie, alles zu filmen. Die Zeit war gekommen, um Evilia auf frischer Tat zu erwischen. Du bist also der Hühnerdieb. Evilia erschrak so sehr, als sie Rapunzel sah, dass ihr Gesicht kreidebleich wurde. Wo kommst du denn her? Du hast die armen Leute bestohlen. Dafür wirst du bezahlen. Du bist verhaftet. Du willst mich dafür bezahlen lassen? Glaubst du, ich habe Angst vor dir, weil du diese lustige Uniform trägst? Mach dich nicht lächerlich. Plötzlich hörten sie die Sirenen des Polizeiautos. Du verdammte kleine Hexe! Das wirst du mir büßen! Du kannst nicht entkommen, Evilia! Evilia wollte wegrennen. Rapunzel wusste, dass ihr etwas einfallen musste, und zwar schnell. Du wirst mich nie fangen, Rapunzel! Währenddessen konnten der Polizeibeamte und die anderen Polizisten nur über Evilia lachen. Das wirst du mir büßen, Rapunzel. Das kannst du mir glauben. Die Polizisten nahmen Evilia fest. Die Stadtbewohner, die neugierig wegen des Lärms gekommen waren, beobachteten alles. Rapunzel, das hast du großartig gemacht. Du bist ein Held. Ich habe nur meiner Nachbarin geholfen. Wir haben alle unsere Hühner durch dich zurückbekommen. Jetzt kann ich meinen Enkelkindern wieder Eier bringen. Und was geschieht jetzt mit Evilia? Sie wird die Nacht in Gewahrsam verbringen. Morgen wird sie dem Richter vorgeführt und entsprechend bestraft. Dann bin ich fertig mit dir. Lasst uns nicht mehr darüber nachdenken. Lasst uns feiern. Zur Feier des Tages machten die Stadtbewohner ein riesiges Omelett aus den Eiern der befreiten Hühnern. Das Omelett war so groß, dass sie noch Gäste aus den benachbarten Städten einluden.
In dieser Nacht schlief Rapunzel beruhigt ein, in dem Wissen, vielen Menschen geholfen zu haben. Es war einmal, vor langer Zeit, da lebte eine Ziegenmutter mit ihren 7 kleinen Geißlein glücklich auf einem Bauernhof auf dem Land. Eines Tages wurden die Tiere auf dem Bauernhof durch lautes Grunzen aus dem Wald geweckt. Sie hatten diese Geräusche vorher noch nie gehört. Mama, was ist das? Ich weiß es nicht, mein Schatz. Wir werden es früh genug erfahren. Mama, ich habe Angst. Ich auch. Es hört sich gefährlich an. Mutter Ziege zog sich an und machte sich auf, nach draußen zu gehen. Bleibt hier und wartet auf mich. Öffnet für Fremde nicht die Tür auf. Verstanden? Ja! Mutter Ziege verließ das Haus, um die Ältesten des Hofes zu treffen. Aber die Geräusche wurden immer lauter und gruseliger. Die kleinen Geißlein versteckten sich ängstlich unter dem Tisch. Wir müssen herausfinden, woher diese fürchterlichen Geräusche kommen. Wegen diesem Lärm legen die Hühner keine Eier und die Kühe geben keine Milch mehr. Ja, wir müssen sofort eine Lösung finden oder wir verhungern. Plötzlich hörte der Lärm auf und alles war wie immer. Was ist passiert? Hurra! Es ist vorbei, alles ist wieder normal. Wir sollten trotzdem nachsehen, was das war. Muss das möglich sein? Schau, es ist vorbei! Und was, wenn es wieder passiert? Dann können wir immer noch nachsehen. Sei nicht so skeptisch. Los jetzt! Alle Mann an die Arbeit! Alle gingen wieder ihrer Arbeit nach, als ob nichts gewesen wäre. Am nächsten Morgen wurden sie wieder von diesen fürchterlichen Geräuschen geweckt. Und die Tiere stellten ihre Arbeit ein. Am Nachmittag hörte der Lärm wieder auf. Außer Mutter Ziege war niemand verärgert. Mutter Ziege war vor dem Lärm ziemlich genervt. Aber sie konnte nichts tun. Sie ging verzweifelt nach Hause, wo die kleinen Geißlein auf sie warteten. Mama, was ist passiert? Wir wissen es nicht, Liebling. Warum unternimmt niemand etwas dagegen? Mutter Ziege senkte betrübt den Kopf. Sie war traurig, da sie nicht wusste, was sie ihren Kindern sagen konnte. Die Nacht brach herein und alle Tiere auf dem Hof schliefen ein. Aber 7 kleine Augenpaare blieben offen. Es waren die Geißlein, die nicht schlafen konnten. Wir müssen herausfinden, was das war. Aber wie? Lasst uns in die Richtung des Lärms gehen. Der Wachmann wird uns um diese Zeit nicht herauslassen. Aber können wir uns nicht einfach heimlich hinausschleichen? Ich habe eine Idee. Hört mir zu. Der Wachmann sah 3 Gestalten, die sich näherten, während er in seinem Wachhäuschen vor sich hindöste. Er stand sofort auf und leuchtete sie mit der Taschenlampe an.
Es waren die Geißlein, die sich in Kleidung von Mutter Ziege angezogen hatten und auf die Schultern des anderen geklettert waren, um so größer auszusehen. Wer seid ihr? Wohin wollt ihr zu so später Stunde? Wir sehnen uns nach frischem Gras. Wir haben keines mehr zu Hause. Ich kann euch so spät nicht mehr herauslassen. Es lauert überall Gefahr. Wenn wir nichts essen, können wir morgen nicht anständig arbeiten. Stimmt's, Leute? Der Wachmann wusste nicht, was er sagen sollte. Es war das erste Mal, dass ihm so etwas passierte. Also gut, ihr könnt gehen. Aber beeilt euch. Die frechen Geißlein verschwanden in der Nacht. Hinter dem ersten Baum kletterten sie voneinander und gingen in die Richtung, aus der der Lärm tagsüber gekommen war. Sie gingen lange und kamen schließlich zu einem leeren Feld, das von großen Lampen beleuchtet wurde. Überall gab es große Baumaschinen, Baumaterialien und umgestürzte Bäume. Hier passiert nichts Gutes. Wir sollten unsere Mutter davon erzählen. Ich denke nicht, dass ihr das tun werdet. Ich werde jeden Baum hier im Wald fällen und verkaufen. Dann werde ich richtig reich. Und ihr kleinen Gören werdet mich nicht aufhalten. Wir hätten es wissen müssen. Der Wolf fesselte die Geißlein und sperrte sie in einen Raum ein. Die armen Geißlein waren so erschrocken, ließen sich ihre Angst aber nicht anmerken. Wir müssen hier raus. Das reicht nicht. Wir müssen den Wolf stoppen. Er kann nicht den Wald zerstören. Hat jemand einen Plan? Wenn wir dorthin kommen, sind wir frei. Als erstes knabberten sie an ihre Fesseln, so wie es ihre Mutter gezeigt hatte. Diejenigen, die sich befreien konnten, halfen den anderen. Dann kletterten sie über die Schultern des anderen nach und nach nach oben und krabbelten hinaus. Es war niemand in Sicht. Man hörte nur das Schnarchen des Wolfes. Die Geißlein schickten zwei von ihnen zurück zum Hof, damit sie dort den Tieren Bescheid sagen konnten. Wenn er tut, was er gesagt hat, werden alle Tiere im Wald sterben. Wir müssen ihn aufhalten. Aber wie? Sie bildeten einen Kreis und flüsterten miteinander. In der Zwischenzeit hatten die zwei Geißlein den Hof erreicht. Da der Wachmann tief und fest eingeschlafen war, konnten sie nicht hinein. Es war ihnen unmöglich, über die hohen Zäune zu springen. So mussten sie sich etwas anderes einfallen lassen. Der eine bückte sich so, dass der andere auf ihn und dann über den Zaun springen konnte. Los, komm herein! Die zwei Geißlein gingen direkt zu ihrer Mutter, weckten sie auf und erzählten ihr aufgeregt, was sie gesehen hatten. Lasst uns an die Arbeit gehen. Zwei kleine Geißlein fanden bei den Baumaterialien Kleber und schütteten ihn über den schlafenden Wolf, so dass er sich nicht mehr bewegen konnte.
Die anderen drei Geißlein stiegen auf den größten Bagger. Während der eine das Lenkrad bediente, trat der andere auf Bremse und Gaspedal. Der dritte steuerte die riesige Schaufel der Maschine. Das Geißlein, welches das Lenkrad bediente, schaltete die Zündung ein und die Maschine erwachte zu Leben. Sie hatten zwar so viel Angst, dennoch beschlossen sie, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Das Geißlein, welches für Gas und Bremse zuständig war, drückte das Gaspedal fest durch und die Maschine nahm Fahrt auf. Während das erste Geißlein das Lenkrad bediente, steuerte das dritte Geißlein die große Schaufel. Der Wolf wachte durch den Lärm auf und begriff sofort, was vor sich ging. Ihr miesen kleinen Geißlein, ihr habt es wieder geschafft zu entkommen! So sehr er auch versuchte aufzustehen, der Wolf schaffte es nicht. Er verstand nicht, was ihm am Bett festhielt. Mit letzter Kraft und einem großen Schwung stand er auf, aber sein Fell blieb wegen des Klebers am Bett kleben. Doch er bemerkte das nicht. Der böse Wolf ran hinter dem großen Bagger her. Dann stellte er sich genau in dem Moment vor dem Bagger, als dieser zu der Stelle mit den gefällten Bäumen kam. Haltet an, ihr kleinen, hinterhältigen Babyziegen! Die Geißlein stoppten den Bagger. Seht euch den Wolf an! Seht ihn! In dem Moment bemerkte der Wolf, dass sein Fell auf dem Rücken weg war und war fassungslos. Wir haben ihn! Hurra! Gemeinsam haben wir es geschafft! In diesem Moment kamen alle Tiere unter der Führung von Mutter Ziege auf der Baustelle an und waren entsetzt von dem, was sie dort sahen. Herzlichen Glückwunsch, meine Kinder. Ihr habt ein großes Unglück gestoppt. Sie säuberten das Gelände und pflanzten neue Bäume, damit die Fläche wieder grün wurde. Und was passierte mit dem bösen Wolf? Er läuft immer noch ohne Fell im Wald herum. Dafür werdet ihr bezahlen, ihr bösen Geißlein! Ihr werdet sehen! Es war einmal ein hübsches Waisenmädchen mit dem Namen Heidi. Sie war 5 Jahre alt, hatte dunkelbraune Augen, kurze schwarze Haare und rosige Wangen. Heidi wohnte bei ihrer Tante Dete in der Schweiz. Eines Tages wurde Heidis Leben auf den Kopf gestellt. Ihre Tante hatte eine Arbeit in einer anderen Stadt gefunden und konnte Heidi nicht mitnehmen. Wir fahren in die Alpen zu deinem Großvater, meine Liebe. Du wirst einige Zeit bei ihm bleiben und ich werde dich abholen, wenn meine Arbeit getan ist. Das verstehst du doch, oder? Ja, das tue ich. Du weißt, was das Beste für mich ist, Tante. Ich nehme meine Puppen mit und wir werden auf dich warten. Ich freue mich riesig darauf, meinen Großvater zu treffen. Ich kann es gar nicht erwarten. Nach einer sehr langen Reise kamen sie schließlich am Häuschen ihres Großvaters an. Opa Adolf
lebte dort mit seinem Hund Josef. Jeder kannte ihn als einen Eigenbrötler und schwierigen Mann, aber er war eigentlich sehr warmherzig. Tante Dete erklärte ihm die Situation und ließ Heidi bei ihm. Heidi und ihr Opa mochten sich ab dem Moment, an dem sie sich das erste Mal sahen. Kleine Mädchen brachte Leben in das ruhige Häuschen. Opa Adolf gewöhnte sich rasch an sein neues Leben mit Heidi und konnte sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Von nun ging er nicht mehr grummelig durchs Leben. Wo warst du nur, Heidi? Ich fühle mich wie neugeboren. Ich liebe dich, meine liebe Enkelin. Ich auch, Opa. Ich liebe dich wirklich und ich finde es toll hier. Nur leider habe ich keine Freunde. Es gibt einen Jungen namens Peter. Er lebt mit seiner blinden Großmutter in einem kleinen Haus in der Nähe von uns. Morgen werde ich ihn dir vorstellen. Was sagst du? Oh, das ist ja wunderbar. Hurra! Peter war ein fleißiger Junge, denn er hütete nach der Schule die Ziegen. Peter, darf ich dir meine Enkelin Heidi vorstellen? Hallo Heidi. Hallo Peter. Sehr schön. Nun lauft und spielt zusammen. Seit diesem Tag waren Heidi und Peter die besten Freunde. Sie hüteten zusammen jeden Tag die Ziegen. Heidi lief am liebsten barfuß und kletterte die Hänge hinauf wie eine kleine Ziege. Peter, lauf! Eines der Lämmer ist weggelaufen. Du musst es wieder einfangen. Keine Sorge, das kommt wieder. Puh, ich hatte schon ein bisschen Angst. Nun dann, ich werde deiner Großmutter ein paar Blumen pflücken. Die schenke ich ihr auf dem Heimweg und vielleicht gibt sie mir dann ein bisschen frische Ziegenmilch. Peter zeigte Heidi, wie man die Ziegen melkt. Jede Ziege bekam außerdem von ihnen einen Namen. Heidi kochte zu Hause noch eine Suppe und brachte Oma frisch gebackenes Brot. Heidi hatte alle mit ihrer offenen und freundlichen Art angesteckt. Nach ein paar Jahren kehrte Tante Dete zurück, um Heidi abzuholen. Sie wollte sie zu einer reichen Familie bringen, die in Frankfurt lebte. Dort sollte sie eine Ausbildung bekommen, damit sie ein besseres Leben führen konnte. Heidi kann mich nicht verlassen. Was mache ich nur ohne sie? Bitte nimm mich nicht, Tante. Ich möchte hier bei Großvater bleiben. Ich will nicht gehen. Ich bin sehr glücklich hier. Heidi, du wirst bei einer sehr reichen Familie in einem riesigen Haus wohnen und eine Ausbildung in einer sehr guten Schule genießen. Das ist mir egal. Meine liebe Enkelin, du weißt, dass ich dich sehr liebe und wie sehr ich dich vermissen werde. Aber ich denke, deine Tante Dete hat recht. Du wirst dort ein besseres Leben haben. Hör mir jetzt zu. Die Familie, bei der du wohnen wirst, hat eine Tochter in deinem Alter. Ihr beide könnt Freunde werden. Clara kann leider nicht laufen und sie hat keine Freunde. Sie braucht einen Freund wie dich. Du wirst sehen, du wirst dort viel glücklicher sein. Opa Adolf und Heidi weinten beide bitterlich. Nach einer langen Reise kamen sie in Frankfurt an. Als sie an einem riesigen Haus ankamen, begrüßte sie die Haushälterin Frau Rottenmeier an der Tür. Herzlich willkommen, ich bin Frau Rottenmeier. Und ich bin Clara. Willkommen, Heidi. Hallo, es freut mich, dich kennenzulernen. Heidi, es wird Zeit für mich zu gehen. Pass bitte gut auf dich auf, meine Liebe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich mit Clara sehr gut verstehen wirst. Hör bitte auf das, was dir Frau Rottenmeier sagt. Ich liebe dich, meine liebe Nichte. An dem Tag begann für Heidi der Albtraum mit Frau Rottenmeier. Sie lächelte nie und lief immer griesgrämig herum. Sie war nicht nur die Haushälterin, sondern war auch für die Erziehung der Kinder zuständig. Also gut, die Begrüßung ist jetzt vorbei. Zieh erst einmal die schmutzigen Sachen aus und geh dich waschen. Ich bringe dir ein paar saubere Sachen. Jawohl, Frau Rottenmeier, wie Sie wünschen. Wenn du fertig bist, kannst du in mein Zimmer kommen. Dann können wir zusammen etwas spielen. Oh, toll! Ich werde mich beeilen und dann zu dir kommen. Clara wohnte mit ihrem Vater, ihrer Großmutter, der Haushälterin Frau Rottenmeier und den anderen Dienern in dem großen Haus. Meistens blieb sie in ihrem Zimmer und zog nie die Vorhänge auf oder öffnete die Fenster. Heidi war schockiert, als sie Claras Zimmer betrat.
Sie zog sofort die Vorhänge auf, um Licht hereinzulassen. Plötzlich war der Raum hell erleuchtet. Clara, sieh, wie hell es jetzt ist. Sonnenschein hilft einem immer, sich besser zu fühlen. Du wirst sehen. Im Laufe der Zeit hat sich Heidi an ihr neues Zuhause gewöhnt. Wieder einmal hatte sie alle mit ihrer offenen und freundlichen Art verzaubert. Jeden Tag spielten Heidi und Clara mit ihren Spielsachen und danach mussten sie lernen. Frau Rottenmeier hatte es sich zum Ziel gesetzt, Heidi zu einem wohlerzogenen Mädchen zu erziehen. Hör mir gut zu. Du solltest besser ein braves Mädchen sein. Lauf nicht überall herum. Es tut mir leid, Frau Rottenmeier. Heidi gab sich große Mühe, alle Regeln des Hauses zu befolgen und sie genoss die tolle Zeit mit Clara. Trotzdem vermisste sie noch immer die Alpen, ihren Großvater und Peter. Sie träumte immer davon, mit den Ziegen in den Bergen herumzulaufen. Eines Morgens konnte Heidi nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Claras Großmutter eilte sofort herbei, um nach ihr zu sehen. Bitte, Großmutter, ich bin so unglücklich. Schicken Sie mich zurück nach Hause. Dieses fröhliche Mädchen, das jeder kannte und liebte, hatte sich in eine kranke und ruhige Heidi verwandelt, die außerdem auch noch ihren Appetit verloren hatte. Die Großmutter machte sich schreckliche Sorgen um Heidi und rief nach dem Hausarzt. Dieser teilte ihnen mit, dass Heidi wehmütig sei und die einzige Heilung darin bestand, sie zu ihren geliebten Bergen zu schicken. Also beschlossen sie, dass Heidi zu ihrem Großvater zurückkehren durfte. Mein Leben hat sich so verändert dank dir, Heidi. Du wirst mir fehlen. Ich bin so glücklich, Clara. Bitte versteh mich, das ist meine wahre Heimat. Komm mich bitte besuchen, sobald du kannst. Obwohl die Reise sehr lange und anstrengend war, konnte sie es kaum erwarten, ihren Großvater wiederzusehen. Sie rannte zu ihm und umarmte ihn freudig. Ich habe dich so vermisst, Großvater. Ich habe hier alles und jeden vermisst. Ich habe auch dich vermisst, meine liebe Enkelin. Wir werden uns nie wieder trennen. Schau, Peter ist auch da. Hallo, Peter. Ich bin zurück. Willkommen zurück, Heidi. Wir haben dich wirklich vermisst. Selbst die Ziegen. Jeden Tag, wenn sie die Berge hinaufstiegen, erzählte Heidi Peter von der Villa und den guten Zeiten, die sie dort erlebt hatte. Nach Heidis Rückkehr war Peter endlich wieder glücklich. Ich habe eine neue Freundin. Ihr Name ist Clara. Es fiel mir schwer, sie zu verlassen. Ich werde sie vermissen. Vielleicht kann sie dich eines Tages besuchen kommen, Heidi. Einige Monate vergingen und Heidis Wunsch ging in Erfüllung. Clara durfte Heidi in den Alpen besuchen und einige Zeit bei ihr bleiben. Heidi! Heidi! Schau, ich bin gekommen! Ich kann es nicht glauben, dass du endlich hier bist. Willkommen, Clara. Wir werden eine tolle Zeit miteinander verbringen. Die beiden Freunde tratschten bis in die späten Abendstunden. Am nächsten Morgen, nach einem herrlichen Frühstück, gingen Heidi und Clara hinaus auf die Wiese und trafen dort Peter. Clara beobachtete sie, während sie die Ziegen hüteten. Zuzuschauen war eine ganz neue Erfahrung für sie, aber sie war sehr glücklich. Auf der anderen Seite war sie verärgert, dass Heidi und Peter laufen und herumspringen konnten. Ich frag mich, ob ich eines Tages so laufen kann wie sie. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlen muss. Die Tage vergingen und Clara erholte sich wieder. Da sie sehr viel Zeit an der frischen Luft verbrachte, wurde sie rasch gesund. Ihre Wangen waren rosig. Mit Hilfe von Großvater Adolf und Heidi begann sie sogar nach und nach aus ihrem Rollstuhl aufzustehen. Bravo, Clara! Du schaffst das! Weiter so! Ich hab so Angst. Was ist, wenn ich hinfalle? Wir sind hier, direkt neben dir. Du brauchst keine Angst zu haben. Eines Tages, als Clara Heidi und Peter beim Ziegenhüten zusah, sah sie eine Kuh direkt auf sich zulaufen. Hilfe! Hilfe! Verängstigt sprang sie aus ihrem Rollstuhl und lief ein paar Schritte. Ein Wunder war geschehen. Sie lief. Eigentlich lief die Kuh in Richtung Scheune, aber das hatte Clara nicht erkannt.
Als Peter und Heidi sahen, dass Clara aufstand und weglaufen wollte, waren sie so schockiert, dass sie nicht wussten, was sie machen sollten. Dann rannten sie zu ihr und umarmten sie. Hurra! Hurra! Du hast es geschafft, Clara! Du hast es wirklich geschafft! Ab diesem Tag übte sie täglich ein paar weitere Schritte zu gehen. Erst ein Schritt, dann zwei Schritte, bis sie laufen konnte. Der Tag der Abreise für Clara war gekommen. Ihr Vater und ihre Großmutter kamen und wollten Clara abholen. Clara saß in ihrem Rollstuhl und wartete auf sie. Als sie das Häuschen betraten, stand sie auf, rannte zu ihnen und umarmte sie. Das war eine große Überraschung für ihren Vater und ihre Großmutter. Sie saßen alle zusammen und sprachen über die Tage, die Clara in den Alpen verbracht hatte. Clara erinnerte sich an den Vorfall mit der Kuh. Clara, ihr Vater und ihre Großmutter blieben noch ein paar Tage und kehrten dann nach Frankfurt zurück. Alle waren wieder zu Hause. Heidi in den Alpen und Clara in Frankfurt. Sie schrieben sich weiterhin Briefe und erzählten sich alles. Clara schrieb Heidi, dass sie im Frühjahr wieder in die Alpen kommen würde. Dann könnten sie zusammen spazieren gehen und die Ziegen melken. Schließlich war der Winter gekommen und es schneite. Während des ganzen Winters gingen Peter und Heidi rodeln. Von Zeit zu Zeit saßen sie gemeinsam und lernten für die Schule am Kamin. Heidis Großvater schlief glücklich am Kamin ein, wohlwissend, dass Heidi zu Hause sein würde. Heidi, ihr Großvater und all ihre Lieben lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Es war einmal in einem sehr kalten Land, da lebten zwei kleine Nachbarskinder. Sie waren sehr gute Freunde. Das Mädchen hieß Gerda und der Junge hieß Kai. Die meiste Zeit spielten sie miteinander. Jeden Abend saßen sie gemeinsam am Kamin und Gerdas Großmutter erzählte ihnen Geschichten. An einem Abend erzählte die Großmutter ihnen die Geschichte von der Schneekönigin. Meine lieben Kinder, die Schneekönigin war ein sehr schönes Mädchen mit tiefgrünen Augen. Aber sie war auch genauso böse. Man erzählt sich, dass sie mit ihrem Schlitten kommt und sich die Kinder schnappt, um diese dann in Eisskulpturen zu verwandeln. Denn alles an ihr ist kalt und aus Eis, so auch ihr Herz. Großmutter, das macht mir Angst. Was, wenn sie zu uns kommt? Wir müssen uns vor ihr schützen. Kinder, das ist eine wahre Geschichte. Bitte steigt nicht auf die Schlitten von Fremden. Wenn ihr das tut, können euch schlimme Dinge passieren. Am nächsten Tag machten sich Kai und Gerda auf den Weg zum Schlittenfahren durch die verschneite Landschaft. Kai dachte noch immer an Großmutters Geschichte. Gerda, als ich gestern Abend ins Bett gegangen bin, habe ich nachgedacht. Ich frage mich, ob die Schneekönigin schmelzen kann. Wenn wir sie in die Nähe des Kamins bekommen, könnten wir sie vielleicht zum Schmelzen bringen. Auf diese Weise wird der Zauber, den sie auf all die eingefrorenen Kinder gewirkt hat, brechen und sie werden befreit. Kai, bitte senk deine Stimme. Vielleicht kann sie uns hören und wird sehr wütend. Wir müssen vorsichtig sein. Ich werde die Schneekönigin schmelzen. Tatsächlich konnte die Schneekönigin sogar ein Flüstern von überall im Land hören. Nachdem sie Kai lachen hörte und wie er sich über sie lustig machte, beschloss die Schneekönigin, Kai in ihren Palast zu holen und ihn für immer in eine Eisskulptur zu verwandeln. Sie schickte sofort einen schönen Rentierschlitten dorthin. Oh, meine Güte, was für ein schöner Schlitten das ist! Sollen wir ihn aufklettern und mal mit ihm fahren, Gerda? Der Geschichte zufolge hat die Schneekönigin genauso einen Schlitten, aber das kann nicht sein. Schau doch, wie schön er ist! Er ist mit Silber bedeckt und glänzt so schön. Oh! Nein, Kai, klettere nicht hinauf. Erinnere dich, was Großmutter gesagt hat. Sie hat uns davor gewarnt, auf gar keinen Fall auf fremde Schlitten zu steigen. Er ist so schön. Ich fahre nur ein kleines Stück und dann steige ich gleich wieder aus. Als Kai auf den Schlitten gestiegen war, stoben die Rentiere sofort in die Luft.
Innerhalb von Sekunden waren sie aus ihrem Blick geflogen. Die Schneekönigin ließ ihn zu ihrem Schloss bringen. Kai war sehr erschrocken und bedauerte es, nicht auf Gerda gehört zu haben, aber es war zu spät. Monate vergingen und sie hörten nichts von Kai. Gerda war sehr traurig und weinte die ganze Zeit. Sie wartete die ganze Zeit auf ihren lieben Freund. Ihr bester Freund war verschwunden, aber sie war sich sicher, dass die Schneekönigin ihn gefangen genommen hatte. So verging die Zeit, der Schnee schmolz und der Sommer kam. Gerda war krank vor Sorge, sodass sie schließlich mit ihrer Großmutter sprach. Großmutter, ich mache mich auf die Suche nach Kai. Ich mache mir so große Sorgen um ihn und vermisse ihn so sehr. Bitte lass mich gehen. Aber nur unter einer Bedingung, Gerda. Ich traue dir viel zu und du bist ein sehr tapferes Mädchen, aber ich habe einen magischen Spiegel und ich möchte, dass du ihn mitnimmst. Wie wird mir der Spiegel nutzen, Großmutter? Wenn du die Schneekönigin triffst, dann lasse sie in diesen Spiegel schauen. Erst dann wirst du wissen, wofür du ihn brauchst. Gerda steckte den Spiegel in ihre Tasche und machte sich auf den Weg. Während sie durch den Wald ging, stieß sie auf ein kleines Häuschen. Da sie müde war und sich ein wenig ausruhen wollte, klopfte sie an die Tür. Eine freundliche alte Dame öffnete die Tür. Eigentlich war sie eine Zauberin, die immer gute Zaubersprüche sprach. Komm herein, hübsches Mädchen. Wir warteten schon auf dich. Ich weiß, warum du hier bist und ich werde dir helfen. Du suchst deinen besten Freund Kai. Meine Katze Coton kann dir sagen, wo er ist. Oh, wirklich? Vielen Dank. Gerda setzte sich sofort neben Coton, der auf einem Kissen am Kamin lag. Lieber Coton, wie finde ich meinen Freund Kai? Miau. Es gibt ein kleines Mädchen, das lebt in einer Hütte am Ende des Waldes. Sie sagte mir, ich soll euch dorthin schicken, sobald ihr ankommt. Sie weiß, wo dein Freund ist. Miau. Gerda bedankte sich und ging weiter. Sie lief und lief. Und als sie am Ende des Waldes das Häuschen erreichte, war die Nacht schon hereingebrochen. Ein kleines Mädchen begrüßte sie, bevor sie an die Tür kam und klopfen konnte. Herzlich willkommen, Gerda. Ich habe dich erwartet. Bitte nimm am Feuerplatz und iss etwas. Ich bin wirklich sehr müde und hungrig. Vielen Dank. Nach dem Essen ruhst du dich aus. Morgen werde ich dich zum Palast der Schneekönigin schicken, keine Sorge. Am nächsten Morgen gingen sie in die Scheune. Dort standen zwei schöne Rentiere. Das kleine Mädchen konnte mit den Rentieren reden. Sie flüsterte ihnen in die Ohren, dass sie Gerda zum Palast der Schneekönigin bringen sollten. Sofort spannten sie die Rentiere an den Schlitten. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll, dass du mir geholfen hast. Hab eine schöne Reise und hab keine Angst. Meine Rentiere bringen dich zum Palast und werden deinen Freund Kai finden. Nimm das hier mit. Gerda machte sich mit den Rentieren auf den Weg. Sie reisten mehrere Tage. Alles um sie herum war mit weißem Schnee bedeckt. Zum Glück hatte das kleine Mädchen Gerda einen dicken Mantel, einen Hut und eine warme Decke gegeben. Ich bin mit einer warmen Decke zugedeckt, während ich mit einem Schlitten unterwegs bin. Es wäre so schön, wenn ich das mit Kai machen könnte. Hoffentlich können wir auf dem Rückweg gemeinsam fahren. Nach einer tagelangen Reise kamen sie schließlich vor einem schimmernden weißen Schloss an. Gerda erkannte, dass sie vor dem Schloss der Schneekönigin gelandet waren. Meine lieben Rentiere, wartet hier auf mich. Ich gehe und hole meinen Freund. Ich bin gleich wieder zurück. Sie ging direkt ins Schloss. Alles war aus Eis und überall hingen Eiszapfen. Sie wunderte sich über das gesamte Schloss, aber es war absolut niemand da. Kai! Kai! Wo bist du? Kai! Ich kann dich nicht finden! Ihre Stimme hallte im leeren Schloss. Als sie schließlich die Tür eines Zimmers im obersten Stockwerk öffnete, sah sie Kai. Oh. Er stand wie eine Statue mitten im Raum. Kai, wach auf! Sprich mit mir!
Ich hab dich so vermisst, mein lieber Freund. Endlich habe ich dich gefunden. Sie weinte und rieb überall und versuchte, das Eis zu schmelzen. Sie weinte so sehr, dass ihre Tränen das Eis um Kai herum zum Schmelzen brachten. Plötzlich wurde Kai lebendig und begann zu reden. Gerda, ich wusste, dass du mich retten würdest. Ich habe dich auch vermisst und bin so glücklich, dich zu sehen. Wir werden über alles später sprechen, Kai. Lass uns von hier verschwinden. Genau in diesem Moment kehrte die Schneekönigin in das Schloss zurück und ging in den Raum, in dem die beiden Freunde waren, und erschrak. Gerda sah die Schneekönigin zum ersten Mal. Mit ihren langen, weißen Haaren und tiefgrünen Augen war die Schneekönigin eine sehr schöne Frau. Die Schneekönigin begann vor Wut zu schreien. Wie kannst du es wagen, mein Schloss ohne Erlaubnis zu betreten und meine Skulptur zu schmelzen? Jetzt bist du an der Reihe. Du hast es nicht anders gewollt. Du wirst auch zu einer meiner Skulpturen werden. Gerda erschrak, aber sie wusste, dass sie sich gegen die Schneekönigin wehren musste. Plötzlich erinnerte sie sich an den Spiegel, den ihr ihre Großmutter geschenkt hatte. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schön ist wie Sie. Aber leider ist Ihr Herz nicht so schön. Ich habe Mitleid mit Ihnen. Wenn Sie unbedingt möchten, können Sie mich in eine Eisskulptur verwandeln. Aber meine Großmutter hat mir diesen Spiegel für Sie mitgegeben. Möchten Sie sich einmal anschauen? Gib mir den Spiegel. Warum hat sie ihn dir mitgegeben? Die Schneekönigin nahm den Spiegel in die Hand und sah hinein. Sie erschrak, denn das Spiegelbild zeigte sie als Kind. Sie war ein hübsches kleines Mädchen mit langen blonden Haaren und tiefgrünen Augen. Oh mein Gott, was ist passiert? In diesem Moment umgab eine Nebelwolke die Königin. Sie wurde immer kleiner, bis sie ein kleines, schönes Mädchen war. Ein Wunder war geschehen. Der Spiegel war in der Tat magisch. Diejenigen, die hineinsahen, würden ihr wahres Selbst sehen. Es schien, als sei die Schneekönigin schon als Kind sehr traurig gewesen, weil niemand mit ihr gespielt hatte. Eines Tages sagte ein Zauberer zu der Schneekönigin, man müsse alle jene bestrafen und fragte, ob sie Rache an denen suchen wolle, die nicht mit ihr spielten. Voller Trauer hatte sie als Kind die falsche Entscheidung getroffen und Ja gesagt. Der Zauberer verwandelte sie in die Schneekönigin und füllte ihr Herz mit dem Bösen. Da der Spiegel den schrecklichen Fluch gebrochen hatte, waren nun alle glücklich. Vielen Dank. Ich bin gerettet. Mein Herz ist wieder warm und voller Güte. Kai und Gerda gingen zu den Rentieren, die auf sie warteten. Sie reisten auf dem gleichen Weg zurück, wie sie gekommen waren, und waren von nun an so glücklich wie früher. Und natürlich freuten sie sich auf die Geschichten ihrer Großmutter. Es war einmal in einem sehr schönen Land. Da lebte ein König mit seiner Königin. Sie waren überall sehr beliebt. Sie hatten nur einen einzigen Wunsch. Der war, eine Tochter zu haben. Eines Tages wurde ihr Wunsch wahr und ihre Tochter kam zur Welt. Sie gaben ein großes Fest zu ihrer Geburt. Alle Könige und Königinnen der benachbarten Königreiche, alle Stadtbewohner und die 12 Feen des Landes waren eingeladen. Im Rahmen der Feier überreichten alle ihre Geschenke an die neugeborene Prinzessin. Als die Feen an der Reihe waren, sprach jede von ihnen einen Zauberwunsch, indem sie ihren magischen Zauberstab benutzte. Es waren genau 12 Feen. Möge das Leben dir ewiges Glück bringen. Möge deine Schönheit im ganzen Land bekannt sein. Möge diese Prinzessin ein sehr kluges Mädchen sein. Möge sie immer großzügig zu ihrem Volk sein. Plötzlich begann die ganze Halle zu erzittern. Alle erstarrten vor Angst. Dann folgte ein schriller Ton. Es war die böse Fee, die 13. Sie hatten sie extra nicht zum Fest eingeladen. Wütend näherte sich die böse Fee der Krippe und verdrängte die 12. gute Fee, die noch nicht ihren Zauberwunsch ausgesprochen hatte.
Also, ich bin die Einzige, die nicht eingeladen wurde. Ich verstehe. Naja, auch wenn ich nicht eingeladen wurde, habe ich ein wunderbares Geschenk für die Prinzessin. An ihrem 16. Geburtstag soll sich die Prinzessin den Finger an einer Nadel stechen und sterben. Während sie der bösen Fee hinterher starrten, flehten der König und die Königin die gute Fee an, etwas dagegen zu unternehmen. Bitte tun Sie, was immer nötig ist, um diesen Fluch zu brechen, gute Fee. Leider, meine Königin, kann ich den Fluch, den die böse Fee gesprochen hat, nicht aufheben. Aber ich kann ihn zumindest abschwächen. Wenn die Prinzessin mit der Nadel in ihren Finger sticht, stirbt sie nicht. Sie wird 100 Jahre schlafen. Sie kann nur mit dem Kuss eines Prinzen geweckt werden. Das ist alles, was ich tun kann. Der König verbot sofort die Verwendung von Nadeln und ließ sie aus seinem Reich entfernen. Er befahl seinen Wachen, über die Prinzessin zu wachen, bis sie erwachsen war. Die Wünsche der guten Feen waren wahr geworden. Die Prinzessin entpuppte sich als ein schönes, freundliches, junges Mädchen. In dem Garten des Palastes durfte sie nur mit den Feen herumspazieren. Und der König hatte immer ein Auge auf sie. An ihrem 16. Geburtstag wurde die Prinzessin in einen Raum gesperrt, um den Fluch nicht wahr werden zu lassen. Alle waren sehr besorgt. Wenn bis zum Sonnenuntergang nichts passierte, würde der Fluch sicherlich aufgehoben sein. Der Prinzessin war schrecklich langweilig und sie wollte das Fenster öffnen, um etwas frische Luft hereinzulassen. Das Wetter war draußen so schön. Als sie das Fenster öffnete, sah sie einen Raben mit einer kleinen Kiste im Schnabel. Der Vogel stellte die Kiste auf die Fensterbank und flog weg. Es war eine so schön geschmückte Kiste, dass die Prinzessin nicht widerstehen konnte. Sie öffnete die Kiste und sah einen glitzernden Diamantenring. Sie hielt es für ein Geburtstagsgeschenk von den Feen und so steckte sie ihn sich an den Finger. Aber eine kleine Nadel war unter dem Diamanten versteckt. Als die Nadel sie stach, fiel die Prinzessin in den 100-jährigen Schlaf. Der Vogel, der den Kasten zur Prinzessin gebracht hatte, war der Rabe der bösen Fee. Als sie einige Zeit nichts mehr aus dem Raum der Prinzessin gehört hatten, machte der König sich Sorgen und ging zu der Prinzessin, um nach ihr zu sehen. Meine liebe Tochter, du hast schon lange nichts mehr gesagt. Öffne die Tür, damit ich sehen kann, wie es dir geht. Gedulde dich, es sind nur noch 2 Stunden bis zum Sonnenuntergang und dann ist der Fluch gebrochen. Da der König keine Antwort bekam, entriegelte er die Tür und betrat den Raum. Zu seiner Überraschung fand er seine Tochter auf dem Boden liegen. Meine Königin, wachen, lauft! Meine Prinzessin ist eingeschlafen! Es ist eine Katastrophe! Eine Katastrophe! Als sie den Ring an dem Finger der Prinzessin sahen, erkannte der verärgerte König und die Königin sofort, was geschehen war. Die böse Fee hatte die Prinzessin ausgetrickst, sodass sie sich in den eigenen Fingern stach und den Fluch erfüllte. Gute Fee, macht etwas bitte. Entweder ihr weckt sie auf oder lässt uns alle mit ihr schlafen, damit wir später mit ihr aufwachen. Wir können unser Leben dann wieder aufnehmen, wenn sie in 100 Jahren aufwacht. Wie können wir ohne sie leben? Um den Spruch zu vollziehen, haben wir nur bis zum Sonnenuntergang Zeit. Wir haben wenig Zeit, aber ich werde es tun. Lassen Sie uns die Prinzessin zunächst in ein schönes Bett legen. Sie trugen sie sofort in ihr Zimmer. Sie legten sie in ihr schönstes Kleid auf ein Bett, das mit Blumen bedeckt war. Der König und die Königin saßen auf ihrem Thron. Die Knechte warteten, wo sie standen. Die Vögel, Katzen und Hunde, alle waren bereit. Und die gute Fee sprach ihren mächtigsten Zauber. Alle im Palast sollen zusammen mit der Prinzessin einschlafen und mit ihr erwachen.
Nach einer Handbewegung von ihr schlief jeder im Palast ein. Der Palast sollte von nun an als Palast der schlafenden Schönheit bekannt sein. Im Laufe der Jahre war der Palast mit einer riesigen Dornenhecke und Weinreben bedeckt. Niemand konnte mehr hineingelangen. Viele Jahre vergingen. Eines Tages, als ein Prinz mit seinen Soldaten umherhirrte, bemerkte er den mit Weinreben bedeckten Palast. Da ist es! Das muss das Schloss der schlafenden Schönheit sein. Von dem hat mir meine Mutter immer erzählt, als ich jünger war. Schau, es ist komplett mit Weinreben bedeckt. Er holte sofort sein Schwert heraus und begann, die Reben abzuschneiden. Er kämpfte sich durch und schaffte es bis zur Tür des Schlosses. Ah. Als er eintrat, war er sprachlos durch das, was er sah. Der König und die Königin saßen auf ihrem Thron und die Leute des Palastes, sie alle schliefen irgendwo. Sie alle lagen still. Er begann, durch alle Räume des Palastes zu wandern und versuchte, die Prinzessin zu finden. Ich werde die schöne Prinzessin finden. Ich werde sie retten. Ich werde den Fluch brechen. Der Prinz lief planlos herum und versuchte, das Zimmer der Prinzessin zu finden. Schließlich stieß er eine prächtige Tür im Turm auf. Er öffnete sie langsam und fand die atemberaubend schöne Prinzessin schlafend auf einem Blumenbett. Meine Güte, wie schön sie ist! Es ist, als ob sie erst gestern eingeschlafen wäre. Ihre Blumen riechen immer noch wunderbar. Der Prinz konnte es nicht ertragen, die Prinzessin wie einen Engel schlafen zu sehen, und so gab er ihr einen Kuss auf die Wange. In diesem Moment wachte die Prinzessin auf. Als sie den hübschen Prinzen vor ihr sah, fragte sie: Was ist passiert? Träume ich immer noch? Nein, meine Prinzessin, du träumst nicht mehr. Der Fluch ist gebrochen. Bitte gib mir deine Hand, lass mich dir helfen, von diesem Bett aufzustehen. Die Prinzessin gab dem Prinzen die Hand und stand auf. Als der Fluch gebrochen war, wachten alle aus ihrem Schlaf auf. Der König, die Königin, die Knechte, Katzen, Hunde und Blumen im Garten, alle wurden wieder lebendig. Von den Reben und Dornen war nichts mehr übrig. Der König und die Königin liefen aufgeregt in das Zimmer ihrer Tochter. Guten Himmel, was für ein schöner Tag! Ich bin so glücklich. Meine Tochter und der ganze Palast sind aus dem tiefen Schlaf erwacht. Sie umarmten sich glücklich. Der Prinz kniete prompt vor dem König nieder. Mein König, ich möchte Ihre Tochter zur Frau nehmen. Darf ich um Ihre Erlaubnis bitten? Mein lieber Prinz, wir sind überglücklich. Ich wäre geehrt, wenn du mein Schwiegersohn wirst. Meine liebe Prinzessin, ich habe mein ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet. Willst du mich heiraten? Ja, du bist der Prinz, von dem ich immer geträumt habe. Sie luden alle Feen ein und gaben ein prächtiges Fest zu ihrer Hochzeit. Sie lebten glücklich, immer bis an ihr Lebensende. Und was geschah mit der bösen Fee? Nachdem sie herausgefunden hatte, was mit ihr geschehen würde, flüchtete sie in ein fernes Land. Es war einmal die schlaue Ziege, Pandabär und der Wolf, die Verstecken spielten. 5, 4, 3, 2, 1 Versteckt oder nicht, ich komme! Schlaue Ziege und Panda hatten sich so gut versteckt, dass sie dachten, der Wolf könne sie nicht finden. Wo sind sie? Schlaue Ziege, du bist hinter den Heuballen, ich hab dich! Panda, du bist auf dem Baum! Hä? Wie?
Er hat uns wiedergefunden. Wie macht er das? Das Spiel ist langweilig, wenn du uns so schnell findest. Okay, okay. Ich hab ihn zum letzten Mal, aber keine Beschwerden. Wenn du verlierst, hast du ihn. Okay, abgemacht. Ich zähle. 10, 9, 8. Oh, warte, hier findet der Wolf mich nicht. Ich versteck mich hier. Was hält der Wolf da? Was ist das in seiner Hand? Die schlaue Ziege bemerkte, dass der Wolf schummelte. Er filmte alles mit seinem Telefon. Zwei, eins, null! Versteckt oder nicht? Ich... Komme! Schlaue Ziege, du bist im Schuppen! Panda, du bist im Hühnerstall! Das ist unmöglich. Wolf, schummelst du? Wenn du schummelst, wird das hier kein gutes Ende nehmen. Nein! Was meinst du? Du solltest dir ein besseres Versteck suchen. Was ist los, schlaue Ziege? Guck mal, er filmt uns. Deswegen hat er uns gefunden. Er schummelt? Dem werde ich's zeigen. Nein, ich habe eine bessere Idee. Komm schon! Kein Regelbruch! Dieses Mal hast du ihn! Okay, okay. Ich hab ihn. 10, 9, 8. Das Spiel begann von vorn und schlaue Ziege und Panda-Bär mussten den Wolf für ihren Plan aufhalten. Panda gab vor, den Wolf nicht zu sehen. Sie musste der schlauen Ziege etwas Zeit verschaffen. Die schlaue Ziege rief Panda-Bär hinter den Büschen etwas zu und signalisierte, dass alles nach Plan verlief. Wolf, ich hab dich gesehen. Okay, Wolf, jetzt hast du ihn. Prima, ich werde euch finden, indem ich meine großartigen Fähigkeiten einsetze. Der Wolf begann zu zählen. 2, 1, ich komme! Der Wolf sah auf die Kamera. Hä? Was soll das? Der Wolf dachte, irgendetwas sei mit seiner Kamera. Als er sich umdrehte, konnte er nicht glauben, was er sah. Panda-Bär und schlaue Ziege waren überall. Was ist das? Was ist passiert? Was passiert hier? Sie sind überall. Werde ich verrückt? Was ist los, Wolf? Wer ist überall? Panda und ich sind hier. Was passiert mit mir? Gibt es ein Problem? Also, ich muss dringend was erledigen. Ich muss los. Mama, ich werde verrückt. Sie sind überall. Das ist dafür, dass du geschummelt hast. Das wird ihm lehren, nie wieder zu schummeln. Die schlaue Ziege und Panda-Bär hatten ihre Geschwister darum gebeten, dieselbe Kleidung zu tragen und sich zu schminken, sodass sie alle gleich aussahen. Als der Wolf 7 Ziegen und 7 Pandas sah, dachte er, etwas stimme mit seinen Augen nicht. Hab keine Angst, Wolf. Komm zurück. Wir haben dich reingelegt, weil du geschummelt hast. Nein! Mama!
In der Nacht guckte jeder auf der Farm Fernsehen, fasziniert und besorgt. Liebe Zuschauer, laut einem Statement des Wissenschaftskomitees nähert sich ein riesiger Meteorit der Erde. Die Erfinderziege war unter denen, die fernsahen. Oh, was ist, wenn wir einen Zusammenstoß nicht verhindern können? Was, wenn wir verschwinden wie die Dinosaurier? Der Meteorit wird voraussichtlich morgen Abend gegen 22 Uhr ins Meer stürzen. Bewahrt Ruhe, Notfallpersonal wurde mobilisiert. Bleibt zu Hause. Oh nein, was sollen wir tun? Die Erfinderziege war so konzentriert auf die Problematik, dass sie die Nachrichten nicht mehr mitbekam. Ich muss etwas tun! Erfinderziege wusste, wenn sie einen Plan entwickelte, würde sie das Problem lösen. Autsch! Was hat mich getroffen? Entschuldige, Erfinder. Wir spielen Tennis und ich habe meinen Schlag verpasst. Eine Beule? Ein Ball? Ein Schläger? Ich hab's! In dem Moment hatte die Erfinderziege eine großartige Idee und ging aufgeregt in ihre Werkstatt. Als sie in der Werkstatt ankam, erwartete sie ein unerwarteter Gast. Oh, Mami, kommt der schon? Ich hoffe nicht. Ist er da? Nein, noch nicht. Oder ist er da? Der Regenschirm vom Wolf sah so witzig aus, dass die Erfinderziege sich nicht zurückhalten konnte und lachen musste. Hallo Wolf, was machst du bei diesem Wetter mit dem Schirm? Mein lieber Freund, du weißt, dass ich dich mag. Wir sind beste Freunde, richtig? Du musst etwas von mir wollen, wenn du mir so schmeichelst. Komm schon, du bist die cleverste Ziege. Sag, was willst du, Wolf? Ich wollte nur fragen, ob du meinen Regenschirm reparierst. Ich will nicht, dass der Meteorit mir heute Nacht auf den Kopf fällt. Sei nicht albern. Ein Schirm wird dich nicht schützen. Und wie kommt's? Also, dann erklär doch mal. Ich habe eine großartige Idee. Sobald der Wolf die Werkstatt betreten hatte, sah er von einer Seite zur anderen, um irgendetwas zu finden, was den Meteoriten aufhalten könnte. Also, hier ist nichts. Was ist hier nicht? Ein riesiger Regenschirm oder eine Steinschleuder oder ein Meteoritenabwehrmittel. Sowas in der Art. Wolf, geh bitte. Ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren, um uns vor dem Meteoriten zu retten. Okay? Sicher, ich werde mich unter einem Baum verstecken. Ich meine, unter einem Baum warten. Ja. Sobald der Wolf gegangen war, krempelte sich Erfinder die Ärmel hoch und zeichnete ein paar Entwürfe. Während sie an ihrem Projekt arbeitete, langweilte sich der Wolf unter dem Baum wartend. Also ging er zurück, um zu sehen, was Erfinder machte. Kannst du mich bitte allein lassen? Mir ist so langweilig da draußen. Lass mich sehen, bitte. Oh. Du baust ein Raumschiff, um dem Meteoriten zu entkommen, hä? Toll! Komm schon, hilf mir, das nach draußen zu tragen. Die Erfinderziege fing an, die Teile entsprechend ihres Bauplans zu montieren. Der Wolf folgte den Anweisungen der Erfinderziege. Schließlich waren sie fertig. Es sieht super aus.
Wir haben es gerade rechtzeitig vor dem Meteoriteneinschlag fertiggestellt. Die Erfinderziege war extrem stolz auf ihre Erfindung. Du nimmst mich mit, richtig? Nein, keiner geht da rein. Wirklich? Fliegst du alleine? Ich kann navigieren, wenn du willst. Ein Fahrer ist unnötig. Es hat Autopilot. Wolf glaubte ihr nicht. Er dachte, sie würde alleine ins Raumschiff steigen, also beschloss er, es zu entführen. Oh, wow, wie toll! Niemand auf dem Hof könnte sowas bauen! Du bist wirklich sehr, sehr schlau, mein Freund! Wir sollten das feiern! Komm los, bring was von der Limonade, die du gemacht hast! Wir sind doch beide ziemlich durstig, oder? Nun, wir haben noch etwas Zeit. Sicher. Gut gemacht, Wolf. Du hast es mal wieder geschafft. Ich setz mich hier hin. Ja, fertig zum Abflug. Drei. Stopp, was machst du? Du kannst mich nicht aufhalten. Ich hau ab. Zwei. Schnell, komm raus. Nein, sonst fliegst du ohne mich. Ich lass dich hier stehen, du wirst sehen. Eins. Ah. Ach, Wolf, was hast du getan? Oh, da ist der Meteorit. Er kommt. Kommt früher als erwartet. Ui, was ist das? Zur Seite, Raumschiff. Du fliegst Richtung Meteorit. Falsche Richtung. Ich befehle dir zu drehen. Ah! Stopp jetzt, Mami! Mami! Oh, Mami! Als die Mission des Raumschiffs beendet war, kehrte es zurück zur Farm. Was habe ich getan? Was ist mit mir passiert? Hä? Oh, mein Freund! Das hast du dir selber eingebrockt. Sieh dich an. Der Wolf hat uns gerettet. Der Wolf hat uns gerettet. Ich hab euch gerettet, richtig? Natürlich hab ich das. Au, meine Schulter. Au, mein Arm. Ich hab euch wirklich gerettet. Au, warte. Au, aua, langsam. Kondo-san,